Lieber mal speichern. Hallo, Madi. You don't pay your docking fees, your ship gets seized. I've seen it happen. Gladys wollen wir nicht. Wo liegt die Dame, die wir suchen? Rausweh, Waffennotsignal, der schlechteste Kontakt. Ach, da hinten ist Jesse. You're sure this is perfectly safe? I'd rather not die early of an infectious disease myself. Mach dir nicht ins Hemd. For the last rats on rotten time. Leave me in peace. You hull-headed quacks do know that restful recuperation requires not being disturbed, don't you? Ellie hat mich geschickt. What? Why? Everything's fine. We're all fine here. No need for her to be worrying her pretty little head about me. I'm just terrible, dreadful sick is all. Got a cough that won't quit and sores all over my body. Highly, lethally contagious. But I'll be fine, so long as I'm left alone. Öffne die Tür, bevor ich sie eintrete. Should have known she'd send a bruiser after me. Damned if I don't rue the day I saved her scrawny little hide. Inadvertently, I befriended a bloodhound in the process. All right, okay. We can discuss this like the level-headed folk that we are. Seems I've got to do something before Ellie goes jabbering my business to anyone with one ear and an intent to listen. Ach, sag ich doch. Deutsch Slims. Deutsche Slims. Ambidextrin. The truth is, I'm not sick. But if you repeat what I'm about to tell you to anyone, I will deny it with my dying breath. You, ain't with the board, are you? See, I owe them a lot. I might have missed a payment or two, and the other night I swear someone was following me back to my room. So I hold up here to lay low. Was hast du angestellt, das dich in Schwierigkeiten gebracht hat? What? No, I didn't do anything. I'm a law-abiding denizen of this ship, I swear. Und trotzdem glaubst du, dass der Vorstand dich verfolgen lassen hat und versteckst dich jetzt. Think? No. I recognize a contracted killer when I see one, thank you. In my line of work, that's a skill you develop during week one, assuming you want to keep breathing. All right, I'll fess this part up too, if it means you'll help me. I'm a thief. I specialize in particularly high-end and historically valuable items. 3 weeks back, I caught rumor that the Blood Tear Diamond, last worn by an heiress on the Lost Hope, had surfaced for the first time in 70 years. Also, hast du ihn gestohlen? If I had, you think I'd be hiding out in the med bay? I was gonna steal it. Lined up Udom as my buyer. He paid half up front to finance the operation. Udom. Let's just say things went sideways about the time I got my hands on the diamond, and it crumbled to stardust in my palm. Anywho, I barely made it out with my life and nary a plan to make back Udom's deposit I'd spent. Ellie hat mich gebeten, dir zu helfen, also habe ich vor, genau das zu tun, ja. Udom Bedford's the board guy on the station. He'd know how I stand with them. If you can square things for me, I'd owe you one even bigger than Ellie owes me. Ich spreche für dich mit Udom Bedford. Thanks for helping me with the board. You're a real pal. Or I guess I should say, Ellie is one, huh? Oder beide vielleicht. Na gut, dann mal auf zu Udom und fragen, ob der, was der machen kann. Restricted Access. Aber schön, dass sie da jetzt Zugang haben. Das hilft uns ja schon mal weiter. Und dann würde ich langsam auch sagen, dass wir den Main Quest, wie schon letzte Session angesprochen, mal weitermachen sollten. Kopfgedrohne.
This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Hi, Yodam. How do you do? Ah, how might I assist you? Ich weiß, wo sich Phineas Wells aufhält. Ich bin hier wegen Chess Doyle. Ich will, dass ihre Schulden gestrichen werden. Miss Doyle owes the board a significant sum. Alas, the only collateral she has is her organs. Compulsory donation is quite legal in such cases. Ich bezahle ihre Schulden ab. Lebendig ist sie mehr wert als tot. Lass sie ihre Schulden abarbeiten. That's not unreasonable. Yeah. I guess it's better than losing your organs, but I don't know, Captain. It just doesn't seem right. Miss Doyle is deeply in debt, and the board has every right to do whatever they like to recoup that debt. What guarantee do I have that she'll agree to the terms you negotiate? Keine vermutlich, aber wenn sie nicht zur Arbeit erscheint, kannst du sie ja immer noch abmusen. So wie ich das sehe, hat sie keine große Wahl. I quite concur. It's refreshing to deal with someone practical for a change. Ja, das kenn ich. I will recall my collection agent. Tell Miss Doyle to report to me promptly for her first assignment. Now, is there anything else you need, or can I return to my work? Ja, wir gehen. Phineas werde ich nicht ausliefern oder noch nicht. Wer weiß, ob er mich hintergehen wird. Wish I could say it was good to see you. So. The good news came through the wireless. Looks like you paid my debt to Jesse. I guess that means I owe you now, right? Tell you what, I'm a little short on bits at the moment, but I'm a decent scrapper and a better than average sawbones. Fälscherin? If you're looking for a medic, I can work my debt off. Du schuldest Leuten wirklich nicht gerne was, oder? It's like people touching a cookie and leaving it in the box. It's just one of those things that gets under my skin. Das kenne ich. Willkommen an Bord, Ellie. If I'm being honest, and I prefer not to, I was about ready to pick up another contract anyway, and you settled this in a pretty tidy fashion, which tells me you're competent. But we can say I'm geborener Leader hier. If you prefer that version. Was genau hat Jessie für dich überhaupt gemacht? She helped me win a bet. Was war das für eine Wette? We were on a smuggling run planet side when our point man bet me I couldn't outrun a mantisaur. Sag jetzt nicht, du hast es versucht. What can I say? Something about people telling me I can't do a thing that just makes me itch to prove them wrong. Yeah, and so as is good. Guess, die gefällt mir. Faster than it looked. Probably would have caught me if Jesse hadn't picked it off. Also hat sie dir das Leben gerettet. Yeah, but the important thing is I won the bet. Na, willkommen an Bord, Ellie. You won't be sorry. Though it looks like you've got a full roster already. Time to play favorites, Captain. Wir treffen uns auf meinem Schiff. Es ist an der Promenade angedockt. Traveling in style, are we? I'll be sure to nab a cabin with a view. Welcome to the crew, Miss Ellie. We're real happy to have you. Ist nice. Und wo ist diese Jessie abgeblieben? Marie, Dockarbeiter. Ah, da. Vielleicht hat die auch irgendwas noch beizutragen. Got word from Udom, from the hitman who trailed me the other night. Seems I'm indentured to the board now. I ain't too elated about going exclusive, but it's better than winding up dead. Ja, da meine ich auch. My skin, stranger. All debts between me and Ellie are cleared. Pass auf dich auf, während ich weg bin. Ich weiß, die hat zum Beispiel Fehler begangen, aber anscheinend ist sie ja bereit, sie zu bereuen. Der beste Dude hier. Renegade Company. Sounded dire. They call it Monarch now. It's supposed to be a real hellhole. Warlords drumming up marauder squads, blood running in the streets, all kinds of shit. So it went about as well as everybody expected. Yep. Complete fucking fiasco. It's
It's always fucking freezing in the bays. Das ist schon impressive, ey. Ich finde die Grafik mega. Die Mission müssen wir mal weitermachen und vielleicht ein bisschen von dem Döns und Gedingens verkaufen, das wir so an Bord haben. Get cooler. Zeig mal, was du hast. Ich verkaufe hier mal. Reparieren wir mal Schrotflinte, Helm. Mhm. Spacer's Trice. Den würde ich gerne reparieren. Ein bisschen Gedingens verkaufen. Ich benutze zum Beispiel keine Nahkampfwaffen hier, also weswegen den Scheiß dann mitschleppen. Stille. Offizierswirbel. Ich meine, in Fallout 3 haben die Waffen zum Beispiel richtig Spaß gemacht, solche Nahkampfwaffen. Schrottflinte. Weißer Brille und so ein Gedöns braucht man hier echt nicht. Dann würde ich sagen, zurück zu Roseway. Naja, wir hätten ja jetzt auch theoretisch genug Geld, um Gladys auszuzahlen. Und uns einen Übergangspass zu kaufen, aber ich finde, sparen wir uns die Moneten lieber. Vielleicht können wir die irgendwie anders investieren später noch. Und dann gucken wir mal auf Roseway rum, was wir da noch finden können. Shit, ich hätte mir vielleicht noch ein bisschen Munition kaufen sollen. Ah, your face is a sight for sore ocular processors, Captain. Or rather... We're now in orbit above Roseway, Captain. Schöner Planet. Erstmal Tagebuch, das Notsignal. Ich würde gerne mehr Geheimnisse finden. Vielleicht kann ich ihr dann noch ein bisschen mehr verkaufen. Meine beiden Bros nehme ich auf jeden Fall mit wieder. Obwohl ich vielleicht irgendwann mal Ellie mitnehmen sollte, weil die ja anscheinend eine ausgewiesene Spezialistin in der Medizin ist und medizinischen Support. Quasi den Healer in der Gruppe, den bräuchten wir vielleicht auch mal. Captain, something bit them. Something with more teeth than is strictly necessary. Ja, Pavardi, mach dir nicht ins Hemd.